Darmstadts Fußballhelden werden empfangen wie Rockstars. Um kurz nach 14 Uhr beginnt mit dem Trainingsauftakt für die Lilien das Abenteuer Erste Bundesliga. Über 1000 Fans mit dabei und auch die Jüngste. Das ist Lea. Sie hat einen Tag vorm Sensationsaufstieg das Licht der Welt erblickt. Die Geschichte ist, dass es samstags auf die Welt gekommen ist, dass im Krankenhaus soweit alles in Ordnung war, meiner Frau es gut ging und dann durfte ich dann sonntags direkt hierher fahren ins Stadion und das hat man ja auch nicht alle da. Das kann man ja eigentlich mit Geld gar nicht bezahlen. Darmstadt geht als selbsternannter krasser Außenseiter in die Saison. In 8 Wochen ist Ligastart, dann spielt Südhessens Traditionsklub nach über 30 Jahren wieder erstklassig. Es werden Riesenerlebnisse für unsere Spieler werden, aber auch für uns als Trainerteam. Und wir freuen uns riesig auf die Saison, wohl wissend, dass es auch eine brutal schwierige Saison für uns werden wird. Aber wir wollen es jedem Gegner so schwer wie möglich machen, Darmstadt 98 zu schlagen, wollen alle ein bisschen ärgern. Allerdings starten die 98er heute mit nur 12 Feldspielern in die Vorbereitung. Es müssen dringend noch Verstärkungen her. Wir haben wahrscheinlich somit die schlechtesten finanziellen Voraussetzungen dafür. Aber das ist uns egal. Wir haben dafür das schönste Stadion. Mal sehen, was die großen Bayern dazu sagen, wenn Ribéry, Robben und Schweini hier ans Böllenfalltor kommen. Doch eins ist klar, Darmstadt ist heiß auf die Bundesliga. Sehr aufregend. Hätte ich mal nie gedacht, dass ich hier in der Region zum Auftakttraining beim Bundesligisten dann Darmstadt herkomme. Hoffentlich geht's bald los. Nächste Woche sind wir beim Testspiel in Urbrach. Es kribbelt schon, ne? Wir waren jetzt 4 Wochen, 3 Wochen ohne Fußball. Es geht langsam, jetzt Zeit. Und am Saisonende soll der Klassenerhalt gefeiert werden. Ich glaube, da wird in Darmstadt die eine oder andere Flasche Champagner aufgemacht. Fans und Mannschaft starten heute das Unternehmen Erste Liga. Und auch kommende Saison ist Darmstadt bereit für ein weiteres Fußballmärchen. Ja.